Servus, ich bin der Klaus und ich möchte euch bloß ein bisschen was über ehrenamtliche Hospizbegleitung und die Ausbildung dazu erzählen. Für mich war das damals wirklich, als ich das gemacht habe, ein Augenöffner, also und hat eine Veränderung in meinem Leben gebracht, weil es für mich plötzlich nicht mehr nur darum gegangen ist, wie ich meine Tage gestalte mit Arbeiten, Familie und Freizeitgestaltung, sondern weil es plötzlich der Blick nochmal woanders gegangen ist, nämlich zu anderen Leuten und wie man da ehrenamtlich sie in unserer Gesellschaft engagieren kann. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen und habe mir gedacht, wow, da habe ich so viel Neues gelernt. Da habe ich so viel, ich habe gemeint, ich kenne mich schon ganz gut, aber da habe ich nochmal ganz viel dazu gelernt, wo es nicht nur um meine eigene Gedankenwelt geht, sondern sie auf das einlassen, auf andere Leute. Das war eigentlich das, was mich am meisten bewegt hat tatsächlich, dass ich mich selber irgendwo ein bisschen zurückstehe und mir aufs Zuhören und auf den anderen Menschen konzentriere. Das war das, was ich durch die Begleitung in der Ausbildung so mitgenommen habe. Zudem, dass natürlich ganz viele andere praktische Themen mit Patientenverfügung und Therapiezielbesprechungen und palliative Sachen und Kommunikation und was weiß ich, was da alles mit drin ist. Das ist ein riesen Themenfeld, das einem aber weiß Gott keine Angst machen muss, sondern das man aufsaugen kann wirklich, weil es auf eine Art einem vermittelt wird, die einfach sehr nah am Menschen ist. Genau. Und mit der Tätigkeit als Hospizbegleiter lebe ich mittlerweile seit 2014 und es erfüllt mich immer noch wirklich mit ganz viel Freude, weil das für mich immer noch wie ein Geschenk ist, wenn Menschen mich in einer wirklich schweren Lebenssituation zu ihnen ins Haus einlassen und mir ein Stück weit teilhaben lassen an dem, wie es ihnen jetzt gerade geht. Das ist für mich eine bewegende Geschichte und wenn ich auch noch das Gefühl habe, das hat die Leute jetzt gut getan, dass ich jetzt gerade da war, dann ist das tatsächlich wie ein Geschenk für mich. Alles in dem Sinn, alles Gute und vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, das auch zu machen. Ciao, ciao!